Gleich nach dem Aufwachen wusste ich, dass es ein hundsmiserabler Tag werden würde. Ich hatte eine verstopfte Nase. Aber ich bin trotzdem aufgestanden und habe mich angezogen. Und dann hat Spanky den Propeller an meinem Hut abgebrochen. Was für ein Idiot! Und dann hat Ling Ling mich mit einem Wurfstern getroffen. Und um das Ganze zu toppen, zeigte das Aufgabenrad auch noch an, dass ich mal wieder für die Geldsäcke zuständig war. Außerdem habe ich meinen Termin zum Kotelettentrimmen verpasst. Da ist ein Jude in unserem Garten! Nicht zu fassen, dass meine Judenscheuche nicht funktioniert hat! Du wirst auf der Stelle getauft, Freundchen! Ich kann nicht schwimmen! Keine Sorge! Weißt du, du bist jetzt ein Christ! Jesus wird dir das Leben retten, du wirst schon sehen! Ha, seht ihn euch an, wie er vortäuscht zu ertrinken! Diese Juden bringen mich noch ins Grab! Hey Hero, ich hab ein lustiges neues Spiel. Wie lange braucht der Schmerz, bis er durch die Fettschichten von Tut gedrungen ist? Mann, ihr blöden Arschlöcher! Habt ihr heute schon die Zeitung gelesen? Ein riesiger Vollidiot hat die Stadt in ihre Einzelteile zerlegt! Was? Monströser, minderbemittelter Miniriese? Das klingt eindeutig nach einem Job für Captain Hero! Auf und den fort! Oh, Moment! Ich brauche ja noch meinen Feenzauberstaub! Ich bin der verfickte Captain Hero und ich kann mein Gesicht nicht spüren. Wie sieht's aus, Sander? Hast du was geplant für nächstes? Jemand hat mir ein Dolch in den Rücken gerammt. Oh, 34 Sekunden. Schönes Ding, das ist eine neue Bestzeit. Wollknoll wäre beinahe ertrunken. Aber wie gewöhnlich hatte Foxy alles im Griff und hat ihm das Leben gerettet. Beim Barte des Propheten. Gott sei Dank kann ich die kardiopulmonale Reanimation. Mund-zu-Mund-Beatmung, Alter! Du meine Güte, Wollknäuel ist total unterkühlt, das arme kleine Kerlchen. Du wirst dich um ihn kümmern, Clara, verstanden? Oh. Ich soll mir von einer Schwarzen was befehlen lassen? Was glaubt ihr denn, wer ich bin? Thomas Jeffersons Penis? Überall sah ich Beweise für die Existenz dieses besonderen Riesen. Die ganze Stadt war von Sabber überflutet. Das Glitzerkram-Museum lag in Trümmern. Die riesigen Replikate von Daddys wichtigen Unterlagen waren beschmiert. Sogar das Leckerschmecker-Bananenpudding-Reservoir war komplett leer. Ach, es ist ein Jammer, Leute. Ohne den leckeren Pudding bin ich nichts als ein weiterer arbeitsloser Sexualstraftäter. Aber der Riese selbst war nirgendwo zu sehen. Wo ist dieser Riesenspasti? Ach so, du willst nicht mit mir reden, hä? Vielleicht frischt ein Genickzwirbler deine Erinnerung auf. Oh, vielleicht frischt dann ein bisschen Löffelchen spielen deine Erinnerung auf. Oh, großer Gott, bitte nicht der Streichelzoo. Ich liebe Kuscheltierchen. Ich habe Stunden damit verbracht, mich um diesen bedürftigen kleinen Mistkerl zu kümmern. Wenn ich einen kleinen gelben Typen heulen sehen will, dann trete ich Jackie Chan in die Eier. Könnte ich noch eine Decke kriegen? Bitte. Oh, willst du die jetzt sofort? Ich bin gerade bei einer urkomischen Passage in meinem Witzbuch. Verdammt, Clara, du hast dich wirklich den ganzen Tag um Wollknäuel gekümmert. Du bist ein Schatz. Seit wann bist du so eine anständige Person, Clara? Ja, du bist die beste Mitbewohnerin der Welt. Du meine Güte, meine Mitbewohner hatten mich doch immer gehasst und jetzt glaubten sie, ich wäre sowas wie eine Heilige. Clara, zum allerersten Mal überhaupt bin ich stolz, deine Freundin sein zu dürfen. Ja, ich verzeih dir sogar, dass du immer behauptet hast, dass meine Brüste Schokoladenmilch absondern. Das ist keine Schokoladenmilch? Woran habe ich dann die ganze Zeit genuckelt? Schläfst du, Kuscheltierchen? Mach auf, Kuscheltierchen! Tata! Captain Hero ist hier, Schurke. Deine super Klettverschlussschuhe und deine unendliche Knuddelkapazität können dich jetzt nicht mehr retten. Biber zu verkloppen ist schön, aber poppen ist schöner. Oh, den blöden Esel habe ich ordentlich die Fresse poliert. Ah, das ist mal ein Kerl, der es versteht, sich die Muschis vom Hals zu halten. Ich leg meine Hände um diesen Schwanzlutscher und quetsche ihn aus, bis er viel zu früh explodiert und sich dann erschöpft zusammenrollt und einschläft. Und mich damit unbefriedigt und völlig allein zurücklässt. So, jetzt hab ich dich, Bürschchen. Deine Streichelzoo-Orgie ist hiermit beendet, Corki. Ich war drauf und dran, den Knirps über den Jordan gehen zu lassen. Aber dann sah ich etwas in seinen Augen. Etwas Vertrautes. War es möglich, dass er... Ach du meine Güte! Das kann nicht sein! Mama!
Mama! Meine Mitbewohner waren so stolz auf mich, weil ich mich um Wolknoll gekümmert hatte. Sie haben sogar die lokale Presse informiert. Jetzt weiß jeder, was für ein wunderbares menschliches Wesen ich bin. Wow, Clara, vielen, vielen Dank, dass du dich so sorgfältig um mich gekümmert hast. Ich fühle mich gesünder als je zuvor. Sogar mein Dschungelfieber ist endlich abgeklungen. Hey, Papa. So geil bist du auch nicht. Tja, jetzt, wo es mir besser geht, werde ich dann wohl mal abhauen, Clara. Was? Du bist gesund? Das würde heißen, dass ich mich nicht länger um dich kümmern muss. Und das bedeutet, ich krieg nicht länger die Aufmerksamkeit, nach der ich mich so sehr sehne. Sag mal, Wollknoll, vielleicht darf ich dir ja, bevor du gehst, noch eine letzte Schüssel Hühnersuppe machen. Was hältst du davon? Suppe? Ja, ich stehe voll auf den Scheiß. Wie nicht getötet? Du hattest doch noch nie Schwierigkeiten damit, geistig behinderte Vollidioten fertig zu machen. Wo ist meine Mami? Oh, deine Mami ist auf die Toilette gegangen. Das bedeutet, wir sind jetzt ganz allein. Nur du und ich, Magneto! Als ich gesehen habe, dass er diese verkrüppelten T-Rex-Arme hat, da konnte ich es einfach nicht mehr tun. Und wieso ist das so unheimlich wichtig für dich, dass er T-Rex-Arme hat? Deswegen! Heilige Rosette, was zum Teufel ist denn bei dir kaputt? Hab keine Angst, mein schwuler Freund. Oh, verkrüppelte Scheiße. Oh, schön. Ja, jedes Mitglied der Hero-Familie hat ein paar davon. Naja, nicht ganz. Mein Cousin Ned war eine Ausnahme. Er wurde mit nur einem verkrüppelten T-Rex-Arm geboren. Was für ein Freak. Verstehst du es nicht, Xander? Es gibt nur eine einzige Erklärung dafür. Ja, er ist mein Sohn. Natürlich ist er das. Wie kann es sein, dass du einen Sohn hast? Du hast mir erzählt, dir wären die Hoden entfernt worden. Nein, falsch. Ich sagte, dass mir der Hodensack entfernt wurde. Übrigens, ich ziehe ihn immer raus, bevor ich komme. Keine erfolgversprechende Verhütungsmethode. Nicht wahr, Craig? Vertrau mir, keine Braut der Welt überlebt den Fall aus 300 Meter Höhe, nachdem ich meinen Pillermann aus ihr rausgezogen habe. Eine Möglichkeit fällt mir allerdings noch ein. Damals, als ich auf der Howard University war, habe ich Geld gebraucht für die Studiengebühren. Brauchst du Kohle? Dann spende dein Sperma. Ha, sieh dir das mal an, Kumpel. Man bietet mir Geld für etwas, das ich jeden Tag kostenlos in deine Shampooflasche mache. Du hast was? Dann ist also damals aus deiner Spermaspende dein Sohn entstanden. Das bedeutet, wir müssen auf schnellstem Wege zur Samenbank, um dieses Rätsel ein für alle Mal zu lösen. Das klingt für mich nach einem Job für Captain Hero. Es war doof, die ganze Zeit krank zu sein. Aber Junge, 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 hatte ich ein Glück, dass ich jemanden wie Clara hatte, der sich um mich kümmert. Jetzt schön deine Knusperflakes aufessen, damit es dir schon ganz bald besser geht. Mein Magen fühlt sich an, als ob er bluten würde. Ich brauche Medizin. Was zum Henker? Abflussreiniger? Cyanid? Antrax? Gerbers Apfelbananensoße? Jemand sollte sich überlegen, wie man diese Schleichwerbung besser platzieren könnte. Oh mein Gott! Clara macht mich absichtlich krank! Ah ja, Captain Leslie Hero. Nicht viele Frauen haben sich für zibulonisches Sperma interessiert. Aber eine schon, wie es scheint. Hier, ich gebe Ihnen die Adresse. Tja, vielleicht hilft dir ein Genickzwirbler, mir die Adresse zu geben. Och, du kleiner Schlingel. Also, bist du bereit für die Frau, die deinen zurückgebliebenen Riesensohn geboren hat? So bereit wie nie zuvor. Hallo? Entschuldigen Sie die Störung, Sir, aber haben Sie zibulonisches Sperma gekauft und einen schwachköpfigen Riesen zur Welt gebracht? Wieso? Wer will das wissen? Na, ich. Denn ich bin der Samenspender. Mein Name ist Captain Hero. Wie bitte, Captain Hero? Oh nein! Oh nein? Was? Ich bin deine Schwester. Natürlich ist sie das. Gute Nacht, Wollknäuel, und gute Besserung. Ich nutzte die erste Chance, um zu fliehen. Und dank des besten Lockvogels würde Clara nie rauskriegen, dass ich weg war. Zum Glück braucht Gary Coleman immer Arbeit. Er lässt sich in jeder beliebigen Farbe anmalen. Oh, Clara hat das Sicherheitssystem aktiviert.
Saftäumel, mumifizierte Bären mit Heilköpfen? Alles klar. Du sollst doch im Bett liegen. Mein Liebling, du bist doch immer noch so krank. Clara, du bist verrückt geworden. Du vergiftest mich. Ach, Wollknoll, das meinst du nicht ernst. Da spricht nur das Gift in dir, das ich benutze, um dich zu vergiften, verstehst du? Und nun zu deinem eigenen Wohl muss ich dafür sorgen, dass du das Bett nie wieder verlässt. Warte! Nein! Bitte! Nach unserem traditionellen zebulonischen Begrüßungsritual gingen wir ins Haus und tranken Kaffee. Naja, jedenfalls wollte ich mit 35 um jeden Preis ein Baby haben. Und als ich herausfand, dass die Klinik tatsächlich zebulonisches Sperma hatte, wurde mir ganz warm ums Herz. Aber wer hätte schon gedacht, dass der Stoßtrupp, den ich in meine Lustgrotte geschickt habe, von meinem Bruder stammt? Ich fühle mich so dämlich. Ich habe die ganze Zeit über geglaubt, dass mein Sohn ein Riesenschwachkopf wäre. Und jetzt stellt sich raus, dass er nur ein Produkt von Inzucht ist. Tut mir leid, dass ich unseren Sohn aus dem Keller habe entwischen lassen. Aber keine Sorge, diesmal habe ich ihn ganz fest angekettet. Wie bitte? Mein eigener Sohn liegt in Ketten? Na, na, ich will Klöße. Du meine Güte, was bist du nur für eine Mutter? Eine alleinerziehende Mutter. Was soll ich sonst tun, ihn nicht in Ketten legen? Ich weiß, dass es schwierig ist, alleinerziehende Mutter zu sein. Und ganz ehrlich, ich bewundere euch Schlampen dafür. Aber das rechtfertigt lange nicht, dass du unseren Sohn im Keller einsperrst. Ach so, du glaubst also, du könntest es besser? Darauf kannst du deinen süßen, geschmeidigen Hintern verwetten, Püppchen. Ja! Ich werde es tausendmal besser machen als alle meine Highschool-Freundinnen zusammen. Ja! Also, du kaufst gerne im Großmarkt ein, hä? Da gehe ich auch gern hin, wenn ich spezielle Dinge brauche. Um meinen Jungen zu einem Mitglied der Gesellschaft zu machen, habe ich ihm den einzigen Berufszweig nähergebracht, den ein riesiger Inzuchtidiot wie er einschlagen konnte. Heizungs- und Klimaanlageninstallateur. Ja, der Monster! Der Monster! Gott sei Dank, dass Sie da sind. Es ist wie eine... Also gestern hat sie noch einwandfrei funktioniert. Wie oft im Monat wechseln Sie Ihren Filter aus, Ma'am? Ich glaube, wir haben unseren Filter noch nie ausgewechselt. In 90% der Fälle liegt das Problem am Filter. Da haben wir ja den Übeltäter. Wenn ich ehrlich sein darf, die meisten Leute werden Ihnen erzählen, dass es am Kältemittelschlauch liegt und Ihnen $200 berechnen. Aber ich mache das hier nicht nur wegen des Geldes. Ich sorge gern dafür, dass bei den Leuten alles cool ist. Ich hoffe, dass Sie mir die Bestnoten geben, wenn das Büro bei Ihnen anruft und Sie bittet, die Kompetenz der Angestellten zu bewerten. Bleiben Sie cool. Na, wie war ich, Daddy? Du solltest dir doch erzählen, dass es am Kältemittelschlauch liegt. Du hast uns gerade $200 gekostet. Ich fürchtete, Clara würde mich mein Leben lang ans Bett fesseln. Ach, könnte ich doch nur jemandem davon erzählen. Hi, Clara. Hallo, Wollknoll. Wie steht's um die gesunde Beziehung zwischen Patient und Krankenschwester? Foxy, Clara vergiftet. Wie war das? Foxy, guck doch da drüben. Da ist Denzel Washington. Was? Au! Wo ist er denn jetzt hin? Naja, ich schätze, er hat irgendeinen Termin oder sowas. Er ist immer sehr beschäftigt. Foxy, sieh doch. Denzel ist wieder zurück. Ach ja? Oh, so ein Mist. Ich habe ihn schon wieder verpasst. Er bewegt sich sehr schnell. Er ist in hervorragender körperlicher Verfassung. Hey, ich glaube, Wollknoll versucht uns mit dem Zwinkern irgendwas zu sagen. Hey, sieh doch, Foxy. Denzel ist zum dritten Mal zurückgekommen. Das ist völlig unglaublich. Ach ja?
Hey, was läuft, Foxy? Weißt du, Clara versucht Wolknäuel an... Foxy, lauf schnell ins Foyer. Da ist noch ein Denzel Washington. Und weißt du was? Er hat zwei Penisse. Doppeldödel, Denzel. Guten Flug, Arschloch. So, jetzt sind wir ganz allein, Wolknäuel. Nichts und niemand wird dich nunmehr retten können. Wart mal ein kleines Sekündchen, Clara. Im Foyer ist leider nur der dreischwänzige Wesley Snipes. Was ist hier eigentlich los, verdammt? Alleinerziehendes Elternteil zu sein, war ein Kinderspiel. Und nun, da mein Sohn das Reparieren von Klimaanlagen drauf hatte, wurde es Zeit, etwas in Angriff zu nehmen, das sogar noch schwieriger war. Leckere Waffeln backen. Oh, macht es nicht Spaß, mit dir die Waffeln zu backen? Waffeln, 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 Waffeln! Ich hab dich! Oh, Feueralarm-Monster! Du hast ja so ein Glück, dass du jemanden wie mich hast, der dich immer wieder schön mit einem rostigen Schraubenzieher verletzt. Hey Clara, wenn ich du wäre, würde ich das Waschbecken oben nicht benutzen. Ich hab's verstopft, als ich mich rasiert habe. Hast du noch was von dem Abflussreiniger, den du benutzt, um Wolknäuel krank zu machen? Aber natürlich, hier. Die Flasche ist leer. Ach, egal. Aber wenn die Flasche leer ist, dann heißt das ja... Ja, Clara, das heißt, du hast mir eine ganze Flasche Abflussreiniger zu trinken gegeben. Oh mein Gott. Alles, was ich wollte, war etwas Aufmerksamkeit. Aber ich habe überhaupt nicht an die Konsequenzen gedacht. Ich muss das wieder in Ordnung bringen. Halt durch, Waschbecken. Ich helfe dir. Ich werde dich entstopfen. Ich hatte nicht vor, dich zu verletzen. Ist schon okay, Clara. Wenigstens hast du eine Lektion gelernt. Nicht unbedingt die richtige Lektion, aber auf jeden Fall eine Lektion. Du hast ja so recht, Wolknäuel. Ich habe mich wohl zu sehr in die Sache hineingesteigert. Ja, es sieht wohl danach aus. Aber hey, der Doktor sagt, es sind nur 2 Jahre qualvoller Physiotherapie nötig, damit ich wieder 60% meiner früheren Beweglichkeit erreiche. Und es gibt sogar einen Funken Hoffnung, dass ich wieder tanzen kann. Ach, Wolknäuel, du wirst garantiert nie wieder tanzen. Weiß ich doch. Mein Sohn ist verschwunden. Ich habe zu viel von ihm verlangt. Ich bin der schlechteste Vater auf der Welt, sogar schlechter als Spanky. Du schaffst das schon, mein Liebling. Pressen! Pressen! Es ist ein Junge! Ein wunderschöner Junge! Frische Würste, 2,99 das Pfund, frische Würste. Ich habe mein einziges Kind verloren, Xander, und es ist ganz allein meine Schuld. Mein Leben wird für immer einsam und leer sein. Eine brandaktuelle Nachricht. Ein Inzestriese, der viel Liebe zu geben hat, befindet sich auf einem fatalen Amoklauf. Und er läuft gerade direkt auf die mächtigste nukleare Superbombe der Nation zu, welche dummerweise als Winnie the Pooh getarnt ist. Oh mein Gott, wir werden alle draufgehen! Captain Hero, das ist deine letzte Chance zu beweisen, dass du ein gutes, alleinerziehendes Elternteil bist. Du musst dich sofort auf den Weg zu deinem Sohn machen. Du hast recht, schwuler Freund. Auf zur Winnie the Pooh-Bombe! Warum haben wir die mächtigste nukleare Waffe der Nation in Form von Puh-Bär gebaut? Und warum haben wir sie so programmiert, dass man sie umarmen muss, um sie zu aktivieren? Mein Sohn, du musst deinem Daddy jetzt unbedingt zuhören! The cat's in the kitchen on a silver table. If you're gonna serve gravy, you've got to have a little... Aha, wie ich sehe, ist dein Sohn gerade dabei, die Welt zu zerstören. Ich weiß schon. Als alleinerziehende Mutter tauge ich nichts. Ich bin ein Loser. Ach, mach dich nicht selbst fertig. Wir haben alle schon Fehler gemacht. Mein Fehler war, ein völlig gesundes Baby gegen diese Hackfresse einzutauschen. Ich schätze, wir waren nicht in der Lage, die besonderen Bedürfnisse unseres Riesenbabys zu befriedigen. Aber vielleicht können wir ja doch noch alles zum Guten wenden, wenn wir unsere Kräfte vereinen und zusammenarbeiten. Wir liefern diesen Riesenspacko einfach den Behörden aus. Ihr könnt ihn haben, er gehört euch, Jungs. Macht's gut! Wartet, ihr Superhelden, wartet! Sollte er euch Schwierigkeiten machen, sperrt ihn einfach im Keller ein! Oh, ich liebe dich, Winnie the Pooh! Wolknäuel, du hast es geschafft, du gehst! Wie wundervoll! Ah! Ich liebe dich, Winnie. Ich verspreche, dass bei dir im Sommer alles cool bleibt. Wow, Schwesterherz. Das war eine knappe Angelegenheit. Tja, jetzt wissen wir, dass es nicht gut ist, alleinerziehend zu sein. Genau. Naja, ich würde sagen, das nächste Kind ziehen wir lieber zusammen auf. Wie bitte? Das nächste Kind?
Das war's dann, Leute. Und vergesst nicht, den Filter zu wechseln. Danke! Yeah.